Hallo und willkommen. Ich bin's mal wieder MK3 und es ist mal wieder Freitag, deswegen gibt's natürlich wieder mal einen Random Friday. Um was werde ich heute auspacken? Kein neues Spiel, sondern eher ein bisschen älteres Spiel. Nämlich es ist The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja, ich weiß, ich habe jetzt das Skyrim-Spiel jetzt immer am Wochenende, aber jetzt trotzdem. Man kann ruhig mal einen Blick noch auf Oblivion schmeißen, weil das Spiel ist auch heute immer noch durchaus spielenswert. Gerade weil es gibt so viele coole Quests in dem Spiel, wie ich heute noch nach Jahrzehnten hätte ich fast gesagt. Oh, das ist fast Jahrzehnte her. Wo ich es damals gespielt habe, immer noch gut daran erinnern kann, an wie geile Quests teilweise im Spiel waren. Wahnsinn. Wahnsinn, sage ich nur. Und am besten, wir lassen uns mal von dem mit coolsten Schauspieler, den ich persönlich nicht kenne, aber zumindest den ich schon öfter gesehen und gehört habe. Ihr habt ihn vielleicht auch schon mal gesehen als Jean-Luc Picard aus Star Trek. Und lassen wir uns von ihm mal das coole Intro vorlesen. Ja, das ist sensationell, finde ich. Starten wir hinein. I was born 87 years ago. For 65 years I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of Oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. This is the 27th of last seed, the year of Akatosh 433. These are the closing days of the third era and the final hours of my life. Absolute Gänsehaut, sage ich nur. Absolute Gänsehaut, sage ich nur. Sehr, sehr cooles Intro. Schade, dass die meisten anderen Elder Scrolls-Titel nicht so ein geiles Intro haben. Aber die wurden ja alle nicht von dem guten Patrick Stewart gesprochen. Ja. Okay, mal kurz vielleicht Zusammenfassung, was gerade passiert ist. Der erzählt uns noch gerade, was von wegen, was ist, ne? Wer er jetzt gerade ist, wenn er hier quasi auch spielt, den werden wir nämlich womöglich noch kennenlernen, den Charakter. Und wie er schon am Ende gemeint hat, und das wären jetzt die letzten Stunden seines Lebens, die wir jetzt womöglich mit ihm erleben werden. Und das ist an sich sehr unterhaltsam, dass mich so die das ist die Hauptquestreihe sozusagen, hat was mit ihm zu tun und mir vor allem mit dem Amulett, was er um den Hals getragen hat. Da aber gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein, die ist sehr unterhaltsam, die Story. Auch wenn jetzt, wo ich sagen, wie gesagt, die Questreihe ist zwar auch, man kann sich daran erinnern, aber ich meine, die wirklich guten Quests waren mehr so Sidequests. Die waren teilweise absolut phenomenal. So Diebe in ein magisches Bild verfolgen oder irgendwelche Leute aus irgendwelchen Träumen rausholen oder da war eine ganze Menge bei, wo ich mich noch sehr gut daran erinnern kann. Aber gut, wir bauen uns mal schnell einen Charakter, irgendeinen schnell zusammen. Wir gehen mal gerade die Charaktere durch vielleicht. Also die jeweiligen Rassen, also die Imperialen. Natürlich ein bisschen die Hackfresse jetzt, muss man schon sagen. Haben wir die im Spiel, die Leute. Aber gut, ich meine, da muss man durch. Das ist ja auch schon okay. Die Khajiit haben es echt verschissen, ne? Ich meine, Khajiit, die Katzen hier. Ich meine, von vorne kann man es noch sagen, okay. Aber von der Seite, oh Mann. Dir ist was Schlimmes passiert. Das ist bestimmt nicht gut. Plastische Chirurgie wird dich nicht retten. Aber okay, gehen wir mal weiter durch. Gut Nords. Ja, nu, ich meine.
Die Orks, die sehen noch so ein bisschen, ich sag mal fast schon so ein bisschen, keine Ahnung, aus anderen etwas älteren Rollenspielen schon aus wiederum, mit der fiesen Nase. Dann natürlich die Redguards, ne, wahr? Die Waldelfen. Agun, die haben auch so einen sehr interessanten Look. Wobei die auch gar nicht mal so schlimm aussehen. Gegen zu den Katzen sehen die eigentlich noch ganz okay aus. Ja, die Bretonen, die ich sonst immer noch also nehme, freiwillig. Ich würde gleich mal wieder einen nehmen. Dunkle Elfen, gerade die ganzen Elfen, die sehen alle hier noch so ein bisschen okay aus. Die sehen in meinen Augen hier teilweise besser aus, sogar noch als in Skyrim später. Muss ich persönlich sagen. Hier sind wir bei Imperial angekommen. Wir nehmen, glaube ich, wirklich den Breton. Mit den Worten, da kann ich nichts falsch machen. Mann oder Frau, ist da schon noch ein deutlicherer Unterschied auch. Gott, nehmen wir mal ihn hier so lang. Achso, vielleicht was dazu sagen. Das Spiel im Hintergrund, was ihr jetzt gleich seht, ist nicht unbedingt original. Ich habe da natürlich mal wieder, wie immer, einen kleinen Mod drüber laufen lassen, der einfach die Optik ein bisschen aufpoliert. Einfach tut er die, Texturen austauschen gegen etwas schärfere. Ansonsten ist das Spiel genau wie vorher auch. Es ist wirklich nur, dass die Texturen ein bisschen schärfer sind. Und schon wirkt das Spiel um Lichtjahre besser. Da kann man alle möglichen Sachen erstellen, noch die Farbe, alle möglichen Sachen. Also ein bisschen Option. Ich meine, wenn ich erinnere, gab eine Option hier, konnte man hier dir deutlich schon ein paar andere Sachen einstellen. Oder vor allem mehr einstellen, habe ich den Eindruck manchmal. Als hier in Skyrim. Aber ich könnte mich auch irren. Gut. Am besten, wir lassen es einfach mal so stehen. Ja, hat er halt so ein bisschen locker am Kopf. Ne? Hier sieht er aus wie aus den 70er, also Motorradfahrer, wollte ich gerade sagen. Nein, Fußballer. Wie nennen wir uns denn mal? Ah, wir nennen uns Kilburn. Warum nicht? Warum nicht? Kann man nichts falsch machen. Ja, will ich. Gut. Oh ja. Und das sind auch immer hier diese Hinweise. Das Spiel wird quasi kurz angehalten und dann könnt ihr erstmal ruhig durchlesen. Hier so, wie sieht's aus? Meistens werden auch so die Quests sozusagen auch euch, deswegen auch hier Quest Edit. Kriegt mal ein bisschen hier den Informationstext zugeworfen. Ich habe natürlich das Spiel wieder in Englisch gestellt. Aber das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig relevant. Ansonsten kriegt man auch genauso wie später in Skyrim auch so ein bisschen so Pi mal Daumen angezeigt. Ihr müsst, glaube ich, da hinten rüber. Oder nur die Navigation manchmal ein bisschen trickreicher wird. Gucken wir hier ein bisschen uns um. Das sieht auch ganz okay aus. Haben wir die Fände hier raus, wollen rumboxen hier. Ja, nimm dies, Kette. Ich matsch alle. Gut, lassen wir das. Wir können auch einfach andeuen hier. Das sind so Sachen, die ich sehr cool finde, weil ich meine mich zu erinnern, solche wackelnden Ketten. Ich kann mich jetzt... Doch, es gibt doch was Wackelndes von der Decke, wollte ich gerade. Aber hey, die Ketten sehen schon geil aus. Wobei ich mich gerade, ich glaube, sehr daran erinnere, dass die wegen dem Mod so cool aussehen. Gut, lassen wir mal so stehen und machen wir mal weiter hier, damit wir vorankommen. Pale skin, snotty expression. You're a Breton. The masters of magicka, right? Nothing but a bunch of stuck-up snobs with cheap parlor tricks. Go ahead, try your magicka in here. Let's see you make those bars disappear. No? What's the matter? Not so powerful now, are you, Breton? You're not leaving this prison till they throw your body in the lake. Oh, that's right. You're going to die in here, Breton. You're going to die. Hey, you hear that? The guards are coming. For you. Boris, lock that door behind us. Wie gut, dass Charaktere, die weiter weg sehen, auch dann trotzdem nach unten vertont werden mit Untertiteln, sonst würde man nämlich wahnsinnig, weil manchmal hört man das echt nicht, was sie einem erzählen wollen. Und der hat uns gerade großartig vertönt, dass wir gleich sterben werden. Haha. I know it. My job right now is to get you to safety. What's this prisoner doing here? This cell is supposed to be off limits. Usual mix up with the watch. I... Never mind. Get that gate open. Stand back, prisoner. We won't hesitate to kill you if you get in our way. Ah, ich geh schon weg. Ganz ruhig. Aside. Over by the window. Stay out of the way and you won't get hurt. No sign of pursuit. Stay put, prisoner. Good. Let's go. We're not out of this yet. You. I've seen you. Let me see your face. You are the one from my dreams. Then the stars were right. And this is the day. Gods give me strength. So, jetzt werden wir nämlich mit ihm, mit dem Imperator Uriel Septim. Ja, auch Septim, ich meine mich doch sehr zu erinnern, dass auch die Goldmünzen Septim genannt werden. Das ist also doch sehr eingeschossen auf unseren Kollegen hier, der vor uns steht jetzt gerade. Assassins attacked my sons, and I am next.
My blades are leading me out of the city along a secret escape route. By chance, the entrance to that escape route leads through your cell. Ja, nämlich der Hauptplot, nämlich am Anfang, wird natürlich hier sein, dass von ihm hier die ganzen Nachfahren umgebracht worden sind und auch Attentäter jetzt hinter ihm, jetzt in diesem Moment quasi hinterher sind. Deswegen tun die Blades außenrum ihn quasi durchs Gefängnis in Sicherheit bringen. Zumindest haben sie es vor. Das können wir ihnen natürlich ein paar Sachen fragen, aber das ist quasi alles mehr oder weniger noch Tutorial hier am Anfang. Deswegen ist das alles nicht unbedingt was, was jetzt viel verändern kann oder die Ausgang der Situation irgendwie beeinflussen könnte, großartig. Ich könnte ihn fragen, wer er ist, aber er steht unten dick dabei, deswegen ist es ein bisschen blödsinnig. Warum bin ich hier in der Zelle? Wäre jetzt eine Frage. Perhaps the gods have placed you here so that we may meet. As for what you have done, it does not matter. That is not what you will be remembered for. Ja, genau, die Götter haben mich in die Zelle gepackt. Wie wäre es mal, wenn Wachen mich hier reingeschmissen hätten? Übrigens auch mal nebenbei so ein kleiner Gag am Rande. Ich glaube, jedes einzelne Elder Scrolls-Spiel lässt dann irgendwie anfangen als Gefangener. Entweder im Knast oder im Kerker oder sonst irgendwo. Die haben irgendwie einen Fetisch, oder? I am your Emperor, Uriel Septim. By the grace of the gods, I serve Tamriel as her ruler. You are a citizen of Tamriel. And you too shall serve her in your own way. Ich meine, das Gesicht, ich gerade das Mimikspiel ist ja alles toll. Nur die Nase. Die Nasen manchmal sehen furchtbar aus. Wie bei ihm jetzt hier, das sieht aus, ob da irgendwie, keine Ahnung, der Übergang, die Pixel ein bisschen verloren gegangen sind. Das ist einfach eine Spitze. Ah, aber was soll's. Oh, was soll ich nur tun? Oder. Ach komm, egal. You will find your own path. Take care. There will be blood and death before the end. Please, sire, we must keep moving. Better not close this one. There's no way to open it from the other side. Looks like this is your lucky day. I'm watching. Stay out of our way. Ja, ich guck dich an, ne? Pass auf, blöd, du Arsch. Ja, dann wollen wir marschieren mal hier runter. Oh mein Gott, ist das dunkel hier. Schnell durch. Ich brauche unbedingt eine Fackel. Und so wie ich es verstanden habe, wenn ich mich noch damals gut erinnern kann, davon abgesehen, dass hier sehr cool aussieht, alles so, als ob man in der Kirche irgendwie so im Kellergewölbe ist. Aber hier die ganzen Level sind nicht wirklich designt worden, jetzt nacheinander, sondern das ist mehr oder weniger alles wie, als ob man einen Bausatz hätte von Räumen, die immer in einer gewissen Weise ähnlich aussehen. Das heißt, man in der Abmessung von dem Raum wird, so, wenn wir nochmal so einen Raum, der so ähnlich aussieht, irgendwo sehen, wird er verdammt ähnlich aussehen wie genau dieser jetzt hier gerade. Als ob man halt, wie gesagt, so, das also so vorgefertigt einmal gebastelt und dann von irgendeinem so aneinander gekleistert wurde, kurz. Es sieht deswegen trotzdem nicht schlecht aus. Gerade hier, gerade wenn Licht hier oben runterfällt, sieht das toll aus. Ups. Wir werden angegriffen. Kommen Sie, die fiesen Attentäter. Mit fieser Rüstung. Das macht keinen Scheiß, Jungs. Haut sie nieder, los. Macht was. Wie man sieht, lösen sie sich sogar auf. Dann sind wir schon Kuttenträger. We're clear for now. Captain Renault? She's dead. Sorry, sire, but we have to keep moving. Keep quiet and stay out of the way. Okay. Jetzt können wir sich looten gehen. Was sind Sie sicher gesagt? Ah, nee. Kutten nehme ich nicht mit. Ach, von ihr vielleicht. Ein Schwert. Kutschwert, Moment mal. Erstmal hol ich eine Fackel raus. Hier sieht man auch seinen Charakter. Was ich später echt vermisst habe, dass man seinen Charakter hier nochmal richtig vernünftig sehen kann. Das hätte ich gerne in Skyrim gehabt. Ganz ernsthaft. Sowas hätte ich gerne in Skyrim gehabt. Aber gut, haben wir nicht. Wir können das ausrüsten hier. Alles mit so. Man merkt deutlich, dass es sehr an eine Konsole angelehnt war, das Spiel. Hier die ganze Menüführung teilweise ist eine absolute Katastrophe. So, eine Fackel annehmen, kurz dann anziehen. Schwupps. Das können wir noch durchgehen, weil die Typen noch ein paar Tränke bei sich haben. Nehmen wir noch alle mal mit. Ja, auch. Da sind die komischen Robentypen nur. I'll take point. Let's move. You stay here, prisoner. Don't try to follow us. Naja. Genau. Und wer sagt denn mir schon so, ey, du musst übrigens so und so blocken. Hier ist übrigens das eine Schwert, was ich unbedingt gesucht habe. Ey, du Blöde. Und so erinnert man sich wieder daran, dass man von Ratten durch die Wand überfallen wird. Nämlich, die sind da durch die Wand gebrochen, die Ratten. Ja, Ratten, die durch die Wand brechen. Natürlich sollen wir nicht hinterherlaufen, sonst würden wir ja gekillt werden. Also gehen wir woanders lang. Wir nehmen jetzt von ihr das coole Schwert. Was aus wie ein Katana. Schwupps, schon sind wir unterwegs. So, jetzt sind wir hier durchgekommen. Toller Durchbruch, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ist war da verschlossen? Nein. Wir haben eine rostige Axt. Ach, wir nehmen alles mit. Geld. Wir joggen ein bisschen schneller nach vorne. Ist hier, oh, da ist noch eine Ratte. Blocken wir ein bisschen. Man sieht schon, der Kampf ist ähnlich wie in Skyrim. Ähnlich. Nicht genauso, nicht genauso. Das hat alles so, vor allem manche Sachen. Muss man erst, manchmal das Symbol vorne sagt er manchmal gar nichts mehr. Das soll ein Bärenpelz sein. Da wäre ich jetzt nicht unbedingt drauf gekommen. Hätte auch ein Stein sein können. Aber ich nehme es ruhig mal mit, was wert ist. Nehme Schild mit. Hier ist Skelett fällt auseinander. Was hat es dabei? Oh, hier Zeug ohne Ende. Alles mit. Nehmen wir alles mit. Jetzt können wir alles gebrauchen. Ach ja, recht. Wir haben Dietrich aufgenommen. Das Minispiel vom Dietrich sah früher so aus. Fand ich auch sehr cool. Man muss quasi, wenn das Ding oben bleibt, jetzt einfach drücken. So wie jetzt. Und dann geht's auf. Wenn das Ding sofort wieder runterfällt, bricht einfach der Dietrich ab. Sehr interessante Art und Weise, wie man das machen kann. So, gucken wir mal bei Ausrüstung. Schwupps, schwupps, schwupps. Aber das Schild wollte ich jetzt noch nicht anziehen. Hier, das werfen wir, glaube ich, weg. Wenn die Ketten muss man ja nicht unbedingt mehr sehen. Und man muss das gedrückt halten. Wenn man gedrückt halten, und dann hat man es hier draußen irgendwann rum. Nee, hör mal auf damit. Nee. So, jetzt haben wir es weggeschmissen. Jetzt haben wir kein Licht mehr. Ah, wir könnten jetzt schleichen, aber ich glaube, nach dem Video sieht man noch nichts mehr, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier mit ohne Fackel rumschleiche. Deswegen werde ich ganz kurz mal wieder hier, ich glaube, die Fackel ausrüsten. Achso, nee, ich muss das Schild ablegen, da war was. Yeah, jetzt haben wir eine Fackel wieder. Wunderbar. Wenn wir euch schon vorstellen können, müssen wir jetzt hier unten irgendwie raus uns schlawinern, damit wir irgendwas anderes tun können noch. Ach komm, wir laufen noch ein bisschen schneller. Ich weiß ja ungefähr, was passiert. Hier war noch der Schamane, genau. Können wir alles mitnehmen. Schlüssel, jo, machen wir mal. Nehmen wir mit. Womöglich wird das Spiel gleich anhalten, zu sagen, mach doch mal eine Schleichaktion hier. Hinterhältig, wo dran schleichen. Aber das lasse ich sein. Weg. Du Ratte. Und hier. Schwere Rüstung könnte ich jetzt anziehen. Die sieht auch halbwegs cool aus, aber rein auf eine Optik habe, will ich es mal gezeigt haben, weil das wirkt schon sehr cool. Wo ist mich kurz gucken? Hier, wenn ich jetzt hingehe und sage, schwere Rüstung, die sieht schon schwer aus, die Rüstung, und die wirkt auch cool. Hat was, definitiv. Wie gesagt, so hieß es, so dieses kleine Magazin, so wie er jetzt hier steht, das hätte ich gerne in Skyrim genauso gehabt. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, wir nehmen aber leichte Rüstung. Damit können wir nämlich ein bisschen besser schleichen. Wobei, ich glaube, in dem Spiel war das so gewesen, dementsprechend, was wir für Schuhe anhatte, dementsprechend so gut konnte man schleichen. Also im Endeffekt sollte man so barfuß rumlaufen, dann läuft alles. Nee, warte mal, ich wollte jetzt nicht die Hose ausziehen. Hier, zieh mal hier die Leinhose an. Hatte ich eben eine. Nee, ich habe noch keine Lederrüstung unten gefunden. Okay. Dann. Weißt du was, wir lassen die schwere Rüstung unten anfangen. Was soll das geil? Na, hier sind natürlich überall Sachen versteckt, aber wir wollen ja eigentlich nur noch schnell raus, raus, raus. Jetzt lass mich gerade, kommt ein paar Ratten mir entgegen und danach was anderes, größeres. Weil die Ratten laufen ja mir auf einer vorbei, nämlich da ist nämlich ein Zombie. Was es übrigens in Skyrim gar nicht gibt, also ein richtiger Zombie, so wie er jetzt hier vorne, der auch richtig fies aussieht, finde ich. Der sieht auch richtig fies aus, hier. Au! Ach gut. Das ist schon fies aussehen, das Socks hier. Das kann man alle möglichen Sachen mitnehmen, aber ich nehme immer nur das, was man auch für Reagenzien benutzen kann, für Alchemie. Weil, das finde ich toll. Vielleicht gebe ich ein bisschen mehr Gas. Achso, ich kann mich auch heilen. Das war, glaube ich, das. Ja, man muss nicht die Hand ungefähr weglegen. Manche Spells kann man einfach so benutzen zwischendurch. Ich könnte auch Feuerbälle schmeißen, fällt mir gerade an. Ich bin Bretoner, sollte ich vielleicht mal machen auch. Wie war das hier? Und dann muss man ein Spell auswählen. Ja, jetzt kann ich hier auch so Feuerbälle schießen. Auf dich, Ratte. Oh, wenn ich mal treffen würde. Oh. Oh, hier. Stuntratten hier. Am Ausweichen. Aber ich habe dafür Hinterreine getroffen. Jo, habe ich auch. Gut, gut. Das System hier funktioniert schon teilweise doch deutlich anders. Dann gehe ich jetzt zu späteres Skyrim. Oh. Man kann auch keine Doppelzauber machen und sowas. Aber dafür funktioniert alles ein bisschen anders. Ich glaube, wenn man schwere Rüstung anzieht, dann hat man eine höhere Chance, dass die Sprüche einfach fehlschlagen und sowas. Alles interessante Sachen. Allerdings gibt es auch viel mehr, weil ich gleich unbedingt noch zeigen muss, sobald ich mal mit dem Charakter besser reden kann. Geh mir aus dem Weg. Ich versuche jetzt so schnell wie möglich ans Ende zu kommen. Oder ich springe sogar zwischendurch. Ich muss mal gucken, wie ich es danach mache, wie lange es dauert, bis ich rauskomme. Ich meine mich zu erinnern, das ist gar nicht so kurz hier, das Stück, bis ich rauskomme.
Aber das Licht, die Lichtdurchfälle sehen toll aus. Wenn man hochguckt, denkt man so, meh. Aber wenn man so guckt, das hat schon, das gibt hier sehr viel hier. Das gibt der Sache schon sehr viel. Ja, nimm das. Ich habe einen Katana. Ich werde es benutzen. Es gibt nämlich ein paar sehr schöne Sachen, die es in Skyrim später nicht mehr geben wird. Zum Beispiel die Interaktion mit anderen Leuten, dass man so ein Minispiel hat. Nicht, dass manche das nicht unbedingt, dass jeder das toll fand, aber es gab halt ein Minispiel extra. Und mit dem Minispiel konnte man sozusagen die allgemeine Meinung zu einem verändern. Guck mal hier, seht ihr das am Boden? Da ist ein Edelstein, den kann man wirklich fast kaum erkennen. So ein kleines Viereck am Boden. Ich glaube, ich sollte schleichen irgendwo gleich, aber das tue ich jetzt mal nicht. Hier in der Tür soll ich, glaube ich, jetzt gleich schleichen, damit ich mich anschleichen kann. Allerdings, ich versuche es aber. Ich versuche es wirklich mal, wo ein Bretone wirklich zu schlecht ist zum Schleichen. Dafür muss ich, glaube ich, die Fackel erstmal wieder ausziehen. Beziehungsweise wir ziehen einfach das Schild an, weil dann ist die Fackel automatisch weg. So, jetzt gehen wir hier rein. Und dann müssen wir, so ist mit Schleichmodus auch gegangen. Das Auge kennt man irgendwo her. Jetzt ist es noch nicht wirklich. Also es müsste so hell sein, damit ich dann gesehen werde. Und so bin ich jetzt noch im Schleichmodus. Gucken, ob ich hinterrücks diesen Typen, der da gleich unten sein wird. Ich gebe mal ein bisschen Gas, ein bisschen schnell schleichen. Irgendwo um die Ecke. Irgendwo um die Ecke ist hier so ein Gobo. Da vorne ist er. Naja, jetzt sagt er hier. Versucht man sich anzuschleichen. Ja, ich weiß, danke. Ich weiß, wie das funktioniert. Das Schleichen levelt natürlich jetzt ab wie bescheuert, aus dem einfachen Grund, weil ich eben kaum schleichen kann. Das Interessante hierbei ist auch, es gibt hier keine Perks in dem System, sondern man tut alle paar, ich glaube alle 25 Skillpunkte, schaltet man einfach so eine neue Spezialität frei. Und dann werden dann die Crits werden besser. Oder man macht plötzlich bei Schwertkampf automatisch mit Entwaffnen mit bei. Sowas. Was eigentlich die Perks, die besseren Perks später machen. So, jetzt könnte ich den eigentlich hinterrücks erwischen. Jetzt habe ich vierfach Schaden gemacht, aber musste ich noch einmal so schlagen. Es gibt keine schöne Animation wie bei Skyrim später, wo gesagt wird, yeah, hinterrücks und dann fies niedermachen. Jetzt wo ich mal, glaube ich, wieder hier. Jetzt können wir Alchemie ein bisschen betreiben. Das funktioniert ja auch sehr viel, noch ein ganzer Satz anders. Hier musste man das noch so machen. Man drückt hier quasi auf das Ausrüstungsgegenstand, also auf dem, womit man es benutzen möchte. Und dann kriegt man so ein Menü und da kann man halt Sachen fies mischen gehen. Zum Beispiel, ich werde jetzt untotes Fleisch mit Rattenfleisch mischen. Und habe dafür jetzt auch einen Teil gekriegt. Moment, lass mich mal kurz gucken, was das war. Das müsste irgendwie, ich glaube, das war Hedda hier. Ich tue quasi Ausdauerschaden verursachen damit. Also wenn ich untotes Fleisch einem einflöße in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, passiert da mehr, als nur, dass ich die Ausdauer für immer reduziere. Aber gut, lassen wir es mal so stehen. Ich will, wie gesagt, jetzt so schnell wie möglich erstmal hier rauskommen wollen. Okay. Jetzt will er mir natürlich diversen Erweiterungen noch die ganzen Quests erzählen. So, übrigens, hier sind übrigens noch... Warte mal, ich sollte hier gar nicht herlaufen. Hier war noch Fallen. Ach, das sind sie doch. Ich wollte sagen, hier war noch Fallen. Ich sollte mal mehr blocken. So, jetzt aber. Ja, ja. Funktioniert alles. Alles funktioniert, wie es soll. Alles läuft. So, ich werde jetzt hier, glaube ich, gleich... Ich werde hinten noch diese Baumstämme auf die Hieder runterwerfen, was ein bisschen komisch aussehen wird. Weil die haben versucht, Physik-Events hier mit reinzutauen, damit hier Gegner quasi umgehauen werden. Das sieht manchmal aber eher so wie gewollt nicht gekonnt aus. So Sachen kriegt man später nochmal Skyrim gesehen, wenn man zum Beispiel da Felsen runterrollen auf einen. Genau, das feine Bogenschießen war auch sehr unterhaltsam hier. Warte mal, gucken, ob wir das zeigen können. Doch, das können wir sogar, weil die Höhle kommt gleich. Moment, nein, Moment. Ich verdrück mich jedes Mal. Rusty Bow mit Iron Arrows. Jetzt haben wir zwar kaum noch Licht, aber das brauchen wir, glaube ich, auch nicht, weil jetzt erstmal Schleichmodus wieder gehen. So. Jetzt verliere ich auch die ganze Zeit Stamina, wenn ich den Bogen gespannt halte. Interessant ist, später, wenn man höhere Stufe hat, dann irgendwann mal braucht man auch kein Stamina mehr. Irgendwo läuft der eigentlich einer rum. Da ist er, Alter, schon. Wie ihr seht, was auch sehr interessant ist, ich kann einfach stehen bleiben und weiter schießen. Ja, ich weiß, danke. Und immer weiter schießen, bis er mit Pfeilen gespickt ist und... Warte, auf ihn einschießen. Was manchmal komischerweise, warum auch immer, einem irgendwie Punkte gibt. So, ich will jetzt versuchen, einfach vorbeizulaufen. Das wird bestimmt ein Fehler sein, aber ich versuche es trotzdem. Der Hitter wird mich anschlagen, der wird versuchen, mich zu zaubern, gleich mit Blitzen, also so ein Philippans.
Aber das lasse ich gar nicht mit mir machen. Wir laufen einfach schnell raus. Wir müssen eh nur noch weiterlaufen. Weil das ganze Gelute hier wollen wir uns nicht geben. Hier noch die Kiste mitnehmen. Danke. Weiter. Weiter in der Story. Es ist natürlich wieder so super dunkel hier vorne. Moment. Ich hab's gleich. So, jetzt haben wir einen Durchbruch hier vorne. Und wir sind wieder... Fupp. Help. What makes you think help will get here before more of those bastards? We need to get the Emperor out of here. Oh. Oops. Damn it! It's that prisoner again! Kill him! He might be working with the assassins. No, he is not one of them. He can help us. He must help us. As you wish, sire. They cannot understand why I trust you. They've not seen what I've seen. How can I explain? Listen, you know the Nine, how they guide our fates with an invisible hand. Ja, wie ich zu den Göttern stehe. Ja, ich habe keine Ahnung davon, ich denke auch nicht drüber nach. Das ist eine gute Antwort. I've served the Nine all my days, and I chart my course by the cycles of the heavens. The skies are marked with numberless sparks, each a fire and every one a sign. I know these stars well, and I wonder, which sign marked your birth? Ja, jetzt können wir nicht ein Sternzeichen aussuchen, so wie später in Skyrim. Ich weiß, ich erwähne ständig Skyrim, aber man muss ja, die meisten werden die Vorgängerteile, bis vielleicht eine Ausnahme vom Morrowind, jetzt nicht unbedingt mehr kennen, aber hier die Teile haben halt noch so, ich sag mal, mit am meisten gemein, jetzt so von den Mechaniken ja auch teilweise her. Gut, Sternzeichen gab es eigentlich vorher die ganze Zeit, nur Skyrim hat damit angefangen, daraus Steine zu machen, die man anklicken kann. Und wir können uns jetzt quasi was aussuchen, das gibt uns dann einfach einen permanenten Boost. Zum Beispiel, wenn wir einen Dieb nehmen, kriegen wir, glaube ich, plus 10 Punkte auf Agility, Speed und Glück. Glück ist ein Attribut hier, witzigerweise noch. Und deswegen nehme ich gerne immer den Dieb, weil Glück zu steigern im Spiel ist wahnsinnig schwer. Deswegen nehmen wir auch Dieb. Wir können auch andere Sachen nehmen, zum Beispiel, dass wir keine Magie regenerieren können. Oder standardmäßig regenerieren, aber dafür mehr Schaden durch Feuer kriegen. Und all so Spielereien. Oder irgendwie, dass wir einmal am Tag uns unsichtbar machen können für eine Minute. Das kann auch sehr positiv sein. Oder wenn man Krieger spielt, womöglich hat hier. Man kriegt, glaube ich, wie was? Und nicht unbedingt nur Krieger. Nein, das ist nicht unbedingt Krieger. Der Warrior war, glaube ich, Moment, der Warrior, hier unten, dass der plus 10 Stärke und Toughness kriegt, dafür war das eher, und das Steed war mehr so für, was kriegt das nochmal? Speed, plus 20 auf Speed, das ist auch nicht zu unterschätzen, weil Speed ist eben ziemlich krass, gerade vielleicht Rüstung und so, das ist schon eine Vergabe, aber wir nehmen jetzt mal den Dieb, weil der Dieb hat Glück. The signs I read show the end of my path, my death, a necessary end. Will come when it will come. Was ist mit mir? Your stars are not mine. Today the thief shall guide your steps on the road to destiny. Ja, kannst du meine Zukunft sehen, wenn du schon so alles mitkriegst? My dreams grant me no opinions of success. Their compass ventures not beyond the doors of death. But in your face I behold the sun's companion. The dawn of Akatosh's bright glory may banish the coming darkness. With such hope, and with the promise of your aid, my heart must be satisfied. Ja, gerade wo er nämlich vorwiegend, das kann man natürlich fragen, ob er keine Angst vor dem Tod hätte. Der Gag ist, dass er schon quasi er hat halt immer Träume von der Zukunft und hat seinen eigenen Tod jetzt gesehen, dass er auch passiert, gerade mit, scheinbar mit mir in Zusammenhang. Also wenn du den Typen triffst, dann ist es nicht mehr lang hin, bis du stirbst. Und im Endeffekt weiß er, dass er bald womöglich umgebracht wird. No trophies of my triumphs precede me, but I have lived well, and my ghost shall rest easy. Men are but flesh and blood. They know their doom, but not the hour. In this I am blessed to see the hour of my death, to face my apportioned fate, then fall. Ich weiß ja nicht, ob das so cool ist, zu wissen, wann man genau stirbt und wodurch, aber meh. I go to my grave. A tongue shriller than all the music calls me. You shall follow me yet for a while.
Then we must part. Okay. You may as well make yourself useful. Carry that torch and stick close. Wenn du meinst. Wir sagen auch mal ja. Wir können jetzt ihn noch lange ausfragen, aber... Was hat er gerade gesagt? Ich habe es kaum akustisch gar nicht verstanden, aber egal. Machen wir mal, ziehen wir mal los. Ich soll, ich glaube, eine Fackel schleppen, anstatt eine Waffe. Einfach damit wir Licht, dass ich Licht mache und die eine Waffe schleppen dürfen. Ich meine, ich habe ja auch nur eine Handschwerter, aber gut, gut. Ich mache ja schon. Fackel, machen wir sie da. Hier. Und hab ich doch ausgerüstet. Moment mal, ey. Ach nee, ich habe den Bogen ausgerüstet, deswegen. Nehmen wir wieder das Schwert. Weil ich gucke lieber von hier oben gerade runter, weil wir sehen, dass hier von oben aus dem Suchgriff was hier passiert. Mein Fehler war am Anfang, ich wollte unbedingt alleine gegen die Typen kämpfen. Und nicht die Typen, hier die roten Typen, die machen Schaden am Anfang. Das ist gar nicht lustig mehr. Vor allem, solange sie ihre Rüstung anhaben. Das hat eine beschworene Rüstung, deswegen geht die auch weg, wenn die Typen abkrebsen. Also die beschwören sich ähnlich wie später in Skyrim man sich Waffen beschwören kann. Hier kann man ganze Ausrüstung sich quasi beschwören. Eine ganze komplette Plattenrüstung mit Waffe. Sehr coole Idee eigentlich. Jetzt werden wir hier richtig geschwärmt gerade. Oh, die wird noch auf mich gerade. Hör mal hier. Der Imperator geht vorne weg und haut alle tot. Oh, was ist los? Ah, ich nehme mir die Kiste noch mit. Auf geht's, Jungs. Zeigt mir den Weg. Na gut, ich geh vor. Hold up. Aber wie gesagt, der Licht. Oh. What? Ach, nur, er will sich vorne umgucken. Aber wenn der Licht von oben durch die Decke fällt, das sieht toll aus. Sieht echt schmuck aus, hier das hier. Is barred from the other side. A trap! What about that side passage back there? Worth a try. Let's go. Ja, genau. Ihr mit Schild geht mal vor. Das ist eine gute Idee. Ja, geht okay, schon. Der Brader grinst die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr auf. What's your call, sir? I don't know. I don't see any good options here. They're behind us. Wait here, sire. Wait here with the Emperor. Guard him with your life. Ja, kämpft ihr mal. What's mine? Sieht nicht gut aus. I can go no further. You alone must stand against the Prince of Destruction and his mortal servants. He must not have the Amulet of Kings. Take the amulet, give it to Joffrey. He alone knows where to find my last son. Find him and close shut the jaws of oblivion. Aha, und ich kann auch nichts dagegen tun gerade. Ich konnte nicht mehr helfen. Das ist echt ärgerlich. Oh ja, ich weiß, mein Leben ist niedrig, ich sollte mich heilen. Quatsch. Haha, sagte Penner. Talos, save us. We failed. I failed. The Blades are sworn to protect the Emperor, and now he and all his heirs are dead. The amulet. Where's the Amulet of Kings? It wasn't on the Emperor's body. Ja, der hat das Amulett natürlich mir in die Hand gedrückt. Strange. He saw something in you. Trusted you. They say it's the dragon blood that flows through the veins of every septim. They see more than lesser men. The Amulet of Kings is a sacred symbol of the Empire. Most people think of the Red Dragon crown, but that's just jewelry. The amulet has power. Only a true heir of the blood can wear it, they say. He must have given it to you for a reason. Did he say why? So does Joffrey bring? Joffrey? He said that? Why? Weil es noch Nachfolger gibt. Nothing I ever heard about. But Joffrey would be the one to know. He's the Grand Master of my order.
Although you may not think so to meet him, he lives quietly as a monk at Wainan Priory, near the city of Coral. Yeah. First, you need to get out of here. Through that door must be the entrance to the sewers, past the locked gate. That's where we were heading. It's a secret way out of the Imperial City. Or it was supposed to be secret. Here, you'll need this key for the last door into the sewers. There are rats and goblins down there. But from what I've seen of you, I'm guessing you're an experienced monk. Am I right? Was auch sehr unterhaltsam ist, es gibt hier noch Klassen, was in Skyrim ja gar nicht mehr gibt, die Idee. Hier gibt es noch Klassen, die halt gewisse Spezialisierungen an Attributen haben, also wo man halt besser mit ist. Und dann Attribute, die halt ein bisschen am Anfang mehr geboostet sind und hat vor allem Major und Minor, also quasi so Hauptfähigkeiten und Nebenfähigkeiten. Und immer wenn man die Hauptfähigkeiten steigert, steigt man richtige Level. Und jedes Mal, wenn man richtig Level steigt, wie es so immer so ist, kriegt man einen Stapel Lebenspunkte, aber dann wiederum basierend auf wie viel Ausdauer man, glaube ich, hat. Und also Geschichten. Das ist halt wirklich noch wie so ein Oldschool-Rollenspiel, wie man so sagt. Und das ist auch das Hauptproblem bei dem Spiel. Man kann hier unglaublich fuddeln, indem man nämlich Hauptfähigkeiten nimmt, die man standardmäßig gar nicht einsetzt. Und man wird aber trotzdem mit den Skills, die man zum Kämpfen zum Beispiel hat, immer besser. Ja. Ich muss sagen, ich habe das zum Teil immer benutzt, jetzt nicht immer konsequent, sondern immer nur, weil das, ich habe schon es gehabt, wirklich, ich habe gesagt, Schwerrüstung und, sag mal, Schwert und Schild, die drei Sachen halt Level steigen lassen. Problem ist, wenn man immer blockt und immer mit dem Schild schlägt und dann zwischendurch auf die Rüstung einen abkriegt und das alles gleichzeitig Level steigen lässt, kann das sein, dass die Gegner einen ausleveln, weil auch hier steigen die Gegner mit einem Level und das könnte dann irgendwann heißen, dass man halt theoretisch viel stärkere Gegner trifft, als man selber überhaupt kämpfen kann. Warum? Das System ist quasi, hat einen ausgelevelt sozusagen. Das levelt also schneller als wir. Und deswegen habe ich mir mal angewöhnt zu sagen, okay, die Hauptwaffe, die ist definitiv ein Major-Skill, aber ich tue deswegen nicht blocken und dann irgendeinen Rüstungstyp noch zusätzlich mit rein. Weil das sind Sachen, die ich nicht kontrollieren kann. Wenn dann, keine Ahnung, wenn ich immer wo festhänge und die ganze Zeit dauermäßig geschlagen werde und ich dann auf einmal level wie bekloppt, dann kann das sein, dass ich dann irgendwann niemanden mehr umbringen kann. Und das kann sehr, sehr schnell nach hinten dann losgehen. Deswegen ist das System ein bisschen... ich sag mal, mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, mittlerweile hat sie es halbwegs gut hingepatcht, dass es noch, ich sag mal, okay wird. Ich meine, damals am Anfang war das wirklich eine Katastrophe. Da konnte es dann sein, nach ein paar Kämpfen, dass es absolut von jeder Ratte umgebracht wurde. Okay, wir können jetzt irgendwas aussuchen. Die haben alle verschiedene Vorteile und Nachteile, in Anführungsstrichen. Nachteile gibt es eigentlich nicht wirklich, aber es gibt halt andere Vorzüge, sag ich mal. Nämlich das Schöne ist auch, was es ein Hauptskill ist, hat auch von vornherein einen größeren Bonus. Das ist natürlich viel einfacher auch zu leveln. Anstatt wenn man einen Skill hat, der, keine Ahnung, Level 5 hat oder so, bis man den auf Level 25 kriegt, das ist dann schon hartes Brot. Deswegen nehme ich immer gerne Custom-Klasse. Da kann man erstmal sagen, worin möchte ich schneller leveln mit. Deswegen, wenn man Schleicher spielt, sollte man auf jeden Fall auch Schleichen nehmen, weil sonst wird es ziemlich blöd. Deswegen nehmen wir uns mal Stealth. Wir nehmen uns zwei Attribute, die jetzt Standardmäßigkeit schon mal plus 5 kriegen. Einfach mal so. Ich nehme jetzt einfach mal, weil ich es kann, Agility und auch... Ich nehme sogar Glück. Einfach aus dem Grund heraus, weil 5 Punkte am Anfang mehr haben, ist wahnsinnig gut. Und jetzt 5 Skelett... ich nehme einfach mal hier die ersten einfach alle. Ist jetzt mal gerade wurscht. So, läuft. Weiter. Dann fangen die nämlich schon auf 25 an. Das heißt, man hat schon da einen gewissen Fortschritt sozusagen. Wobei, einen will ich lieber auf Stealth haben. Nehmen wir Alchemie raus. Ne, Alchemie ist okay. Armor, nein. Block nehmen wir raus und packen den auf Sneak. Weil Sneak will ich schon höher haben ein bisschen. Wir nennen uns Abenteurer als Klasse. Warum nicht? Jetzt haben wir auch hier die Liste zum Aus- und Abenteurer und können sagen, jo. Jupp. I wasn't far off. In any case, rats and goblins won't give you any trouble. Das Schöne ist dementsprechend, was man dann auswählt, wenn man die ganze Zeit gezaubert hat und sagt dann, ich bin ein Barbar, dann sagt er, echt? Das fand ich auch nicht schlecht. You must get the amulet to Joffrey. Take no chances, but proceed to Wainan Priory immediately. Got it? Good. The Emperor's trust was well placed. I'll stay here to guard the Emperor's body and make sure no one follows you. You'd better get moving. May Talos guide you. By the way, thanks for recovering Captain Renault's sword. I'll see that it is given a place of honor in the halls of the Blades. Yep, das Schwert habe ich gerade abgerufen bekommen.
Aus dem einfachen Grund, weil das Spiel sagt dann, ah, du hast das hier gerettet, das Schwert, super. Weil das Schwert ist eigentlich viel zu gut. Das ist wirklich im Vergleich zu anderen Sachen, ist das viel zu gut am Anfang, wenn man es behalten könnte. Und deswegen hat das gesagt dann, oh, du hast das Schwert von der gerettet. Toll, ey, danke. Wir tun das extra in einen sicheren Punkt oder hier so in die Ehrenhalle oder sowas packen. Oh, hier ist mal noch eine Kiste. Tun wir mal kurz aufmachen. Ist offen. Wobei hier das hier meines Erachtens hätte das sehr viel schwieriger wird, auf höheren Stufen zu schaffen, als jetzt bei Skyrim, muss ich sagen. Skyrim war da echt sehr viel einfacher. Beziehungsweise, okay, da habe ich 1000 von Dietrichsen zerblasen, aber hier, Wahnsinn. So, dann gehen wir mal richtig Vollgas am besten. Ja, danke. Gehen wir mal kurz Vollgas hier unten durch. Wirklich was aufhalten. Ja, das sind die ganzen Erweiterungen, die jetzt aktiviert werden. Ey, du hast gehört, dass da hinten eine Höhle ist. Du hast mitgekriegt, dass das und das da so und so sich verhält. Nicht so, Ratten, geh mal aus dem Weg. Geh mal weg. Warte. Ich habe keine Zeit für euch. Ich laufe nur noch weg. Ich weiß, hier unten könnte ich überall Typen angreifen, niedermähen und sonst was mit anstellen. Tür wieder zu. Tür zu. Da kommt eine Menge hinter mir. Oh, oh. Geh weg. Die machen die Tür auf. Ah. Flucht. Flucht! Das Gute ist, laufen, wir brauchen nämlich keine Stamina, deswegen laufen! Man wird aber schneller, wenn man Speed höher kriegt. So, jetzt könnte man natürlich sagen, wollen wir noch irgendwas verändern? Rasse, Geburtstag vor allem, nein. Aber hier den Geburtsstein hier, von wegen, was für ein Birth-Sign man hat. Oder die Klasse, wollen wir irgendwas anderes? Nein, wir gehen nur raus. Wir gehen einfach raus. Dann können wir endlich mal einen Blick auf die echte Welt werfen. Weil hier das die Höhlen-Dinger, die werdet ihr sehr schnell satt haben. Aber hier draußen, wobei jetzt gerade die Grafik nicht richtig lädt. Weil die Berge sehen gerade so aus, ob wir nichts haben hier. Ja, ich weiß, ich krieg noch mehr Quests für die Füße geknallt. Kann das sein, dass ich die Reichweite von... Warte mal, lasst mich mal kurz was in Optionen umstellen. Ob ich die Sichtreichweite erhöhen kann. Gameplay. War da... Ne, hier nicht. Video vielleicht. Brightness? Nein. Tree Fade? Gehen wir mal richtig hoch. Oh, ich habe Text schon auf Medium gestellt. Warte mal, stopp mal. Machen wir auf Large. Actor Fade? Warte mal, wir stellen alles mal hier ein bisschen hoch. Item Fade, Object Fade, Grass Distance, View Distance. So, machen wir das mal an und sagen jetzt Return. Und ne? Ja? Ja, okay, wir sehen das bis da hinten hin ein bisschen besser. Hier die Berge, weiß ich jetzt auch nicht, warum die nicht richtig klar sind, aber wir nach hier. Wir gucken mal nach hier, da sieht es sowieso besser aus. Puh, ihr Berge. Wenn ihr nicht laden wollt, dann eben nicht. Gehe ich halt hier hinten rüber, da sieht es sowieso viel besser aus direkt. Ja, dieses Tanz wird halt nicht so super toll geladen. Wenn man jetzt hingehen, womöglich sind auf einmal Bäume und Sträucher da, die man von hier nicht sehen kann. Aber wenn man nach hier so guckt, kann man sich vorstellen, das ist so alles nicht verkehrt. Das ist alles nicht verkehrt. Kann man alles modden, wenn man unbedingt will, dass man bis wirklich zum Horizont alles sehen kann. Man muss nur aufpassen mit dem Schatten, weil dem Spiel war es nämlich am Anfang wirklich so, oben eine Krabbe. Das konnte auf den besten Rechnern zu der Zeit damals laufen und es hat geruckelt wie Sau. Es hat absolut geruckelt wie Sau. Einfach mit dem Grund heraus zu sagen, ich glaube, ich kann die Fackel langsam ausmachen. Weil jeder einzelne Schatten, glaube ich, einzeln animiert wurde. Also jeder Strauch, jeder Grashalm hatte Schattenanimation. Und das war irgendwie. Jetzt lassen wir die Fackel einfach an. Wir haben immer Licht. So, was soll's. Und so kann das aussehen. Das sieht doch gar nicht verkehrt aus. Ja, das ist ein bisschen altbackener. Das Spiel ist ja ein paar Jahre alt mittlerweile. Aber es ist trotzdem ganz okay. So, Wasser rumtauchen mit so einem schönen Balken hier. Gehen wir wieder raus. Ich wollte mich kurz in die Stadt laufen. Kurz in die Stadt wetzen. Können wir da hier Schnellreise machen? Hier. Ach, Schnellreise war hier. Moment. Hier draufklicken, glaube ich. Und dann... Worldmap? Ja, genau. Lass uns mal gerade in die Stadt... Was? Enemies annehmen? Was? Ah, die blöde Ratte. Krabbe immer noch. Ja, es ist ein Gegner in der Nähe. Du kannst nicht schnell reisen. Ah. Ich lauf doch schon. Was ich auch mal gerade sagen kann, das Spiel läuft sehr, sehr flüssig. Ne? Ich meine, auch vor dem Rechner mittlerweile ist klar. Aber trotzdem, das ist schon nicht verkehrt. Gut, es sieht an manchen Stellen auch nicht mehr so mega prall aus, aber trotzdem. Alles in allem, ist schon nicht verkehrt. Jetzt vielleicht, darf ich jetzt? Ja, wunderbar.
Vor allem noch die Magie war hier noch sehr viel ausgebauter. Die Magie vor allem, gerade man konnte Leute, upsala, erstmal die Waffe wegstecken, weil Leute... Weil Leute nämlich teilweise sehr angepisst sein können, wenn meine Waffe sich gegenüberstellt. Ey, was hast du denn für eine Waffe an? Was willst du von mir? You have my ear, Citizen. Ja, hallo, Citizen. There's no problem, is there? Ja, die sind auch alle vertont, was ich sehr cool finde. Und man kann dann hier so ein Minigame starten bei denen. Alright. Ja, man muss quasi... Ja, danke. Man muss quasi hinkriegen, dass die... Man darf nicht zu viel Zeit lassen. Man kann hier auch einfach Leute bestechen mit Geld, aber wir haben nicht viel Geld. Also fangen wir einfach das Minigame an. Man weiß am Anfang auch noch nicht, wie gut die auf was zu besprechen sind. Zum Beispiel Witze reißen. Aber man kann an den... Das kann er nicht leiden, weil das grimmige Gesicht sagt schon so... Also ihn sozusagen... ich darf nicht zu lang machen. Also das findet er okay. Das findet er super toll. Und das findet er... Das heißt, wir fangen erstmal hier an. Nee, wir machen das. I wish I could say that. Das. That's just not das. Also muss quasi immer so hinkriegen, dass die am besten dieser Balken niedrig ist dort, was er scheiße findet, und natürlich hoch da ist, was er toll findet. Und man darf sich nicht viel Zeit lassen. Man darf halt nicht viel Blödsinn machen. Das heißt, wir machen das. Yes. What a dumb fast gut, fast gut. Und manchmal tun die einem, wenn man das halt richtig hochkriegt, kriegt man nicht nur Reden hören natürlich als Skill. Sondern man kriegt auch womöglich manchmal andere Infos raus. Oder man kann dann Sachen, die Charaktere eigentlich gar nicht wollen, zum Beispiel rauskriegen. Was sehr toll ist, finde ich persönlich. So, hoppala. Da war ich jetzt gerade irgendwo, habe ich was Blödsinniges gedrückt, deswegen ist die Aufnahme gerade ein bisschen kurz gescheitert. Aber ist jetzt mal egal. Mal lassen wir mal so recht weiterreden. Wo ich noch ein paar Sachen erwähnen wollte. Also gerade natürlich, das Schöne ist hier natürlich, man hat halt so eine komplette Welt. Gut, da hat man jetzt gerade natürlich auch, aber ich meine jetzt hier, dass man eine relativ große Stadt hat mit relativ vielen Leuten und man kann auch sehr viele... Quests und Abenteuer immer so finden. Oder man kann einfach nur so als Schurke zum Beispiel sagen, oh, ich werde jetzt diesen Schuppen hier zum Beispiel, diesen Pfandleiher ist es ja nicht, aber hier diesen Händler komplett in der Nacht ausrauben und sowas und versucht dann irgendwelche Wege durch die Kanalisation zu finden, also Geschichten. Oder man versucht irgendwie mit Magie vor allem halt Leute zu bezaubern zum Beispiel, dass sie einen toller finden und deswegen einem Sachen günstiger verkaufen wollen. Und all so Spielereien kann man hier anstellen. Und ich könnte mich jetzt vertun, aber ich bin mir relativ sicher, dass man in der Lage war, auch noch Zauber... Ich meine mich, man konnte jetzt Zauber selber bauen. Lasst uns mal kurz den Blick hinschmeißen. Da können wir nämlich auch hin. Jetzt am Anfang auch schon. Das ist das Prison, da sind wir hergekommen. Hier unten ist, genau, Arcane University. Lasst uns mal gerade einen Blick darauf schmeißen. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass man dort durchaus auch... Oh ja, Regen, super. Auch hier gibt es ziemlich mieses Wetter teilweise. Oh, kann das sein, dass ich hier gar nicht reinkomme? Los! Wo kann ich hier doch einfach durchlaufen? Nein, das kann ich auch nicht mal picken, da kann ich nur durchgucken. Aber normal, ich meine mich sehr zu erinnern, man kann, glaube ich, magische Stäbe sich stricken lassen, aber auch Zauber selbst kreieren. Was natürlich sehr cool ist. Zum Beispiel, dass ein Feuerball mit mehr Explosionen hat. Oder dass der nachbrennt und all so Geschichten. Das fand ich hier sensationell. Man konnte quasi wirklich einen Zauber auch bauen. Doch ja, jetzt kann ich mich gut daran erinnern. Ich habe nämlich extra Zauber damals gebaut, um zu leveln. Zum Beispiel, was welche gemeint hat, was ein bisschen pittig ist, irgendwo auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite aber auch relativ unterhaltsam. Auch hier, dass die Wachen hier auch etwas anders aussehen. Dass sie ja nicht einfach so eine Kutte aufhaben, ansonsten die Plattenrüstung. Super. Man konnte quasi Zauber bauen, wo man durch man kurzweilig zum Beispiel in der Luft schwebt. Und wenn man jetzt über ein längeres Stück das rüber wollte, dann hat man halt das relativ kurz gewählt, dass man den Zauber ständig neu und neu und neu zaubern musste. Warum? Jedes Mal beim Zaubern hat man die Chance, dass auch die Skill-Level-Zeit mal höher wird. Und das heißt, man hat quasi so eine Art XP gesammelt für die jeweilige Skill-Level. Und das heißt, man irgendwann ist natürlich mal automatisch aber aufgestiegen. Gerade wenn man der Spruch nur kurz hält, kann man den immer und immer wieder neu zaubern. Mensch, haben wir richtig schlechtes Wetter hier gekriegt. Nee, aber es ist ein großartiges Spiel, hat ein paar sehr, gerade wegen den Storys, gerade nur wegen manchen Quests allein schon, lohnt es schon hier diese Spiele auszupacken und vielleicht nochmal sich zu holen. Man kann es übrigens auch in Englisch installieren. Im Gegensatz zum Beispiel wie Fallout 3, was man zwar in Deutschland kaufen kann, aber auch nur in Deutsch spielen kann, die englische Sprache ist nicht auswählbar. Und hier ist das tatsächlich alles auswählbar, was vielleicht nicht unbedingt uninteressant ist. Und man kann wirklich sehr viel Blödsinn anstellen. Nur wie gesagt, das mit dem Level aufsteigen. Ich glaube, ich habe das Spiel einmal durchgespielt mit dem Level 1 Charakter. Der hat zwar Skill Level 100 überall gehabt, von den Sachen, die ich benutzt habe. Aber eben, naja.
Er war ein bisschen albern. Das war so ein Typ mit Kettenrüstung und Megaschleicher. Der ist den ganzen Dämonen vorbeigeschlichen, direkt vor deren Nase. Die konnten den nicht sehen, weil er so gut im Schleichen war. Das fand ich schon nicht verkehrt. Sollte vielleicht nicht schleichen und gleichzeitig springen. Und was hier sehr interessant noch ist, genau, gerade wegen Attributen, das will ich nochmal gerade noch auf den Blick schmeißen. Weil hier ist ja unsere Attribute, weil wir haben Lebenspunkte, Magie und natürlich Ausdauer. Und diese Werte verändern sich auch dementsprechend, wie wir Stufen steigen. Und vor allem, wie wir hier Attribute haben. Denn das ist nämlich der Hauptunterschied womöglich zu Skyrim später. Weil Skyrim kann man ja nur sagen, ich habe jetzt einen Perk zu verteilen und ich konnte mir am Anfang aussuchen, ob ich jetzt hier mehr Lebenspunkte, mehr Stamina oder mehr Magie habe. Punkt. Mehr konnte man nicht. Und hier ist es so, all das quasi, wie gut man irgendwo drin ist, basiert auch ziemlich stark darauf, wie hoch das Attribut ist. Wenn wir zum Beispiel sehr hohe Intelligenz haben, ist es viel einfacher für uns Zauber zu sprechen, weil die gehen nicht so oft daneben. Wir haben auch mehr Magie, glaube ich, war das, oder? Effective Total Magic. Ja, wir haben auf jeden Fall auch Magie dann höher, der ist dann höher automatisch und also Geschichten. Und der Gag ist, wir können, was hier nämlich sehr trickreich ist mit dem Levelaufstieg, wir kriegen quasi, wie man das sagen würde, drei Münzen in die Hand gedrückt und diese Münzen können wir halt ausgeben für sozusagen die Steigerung von Attributen. Und dementsprechend, welche Skills wir benutzt haben, sozusagen ist der Bonus höher, den wir kriegen fürs Attribut, wenn wir jetzt eine Münze ausgeben würden. Soll heißen, angenommen, wir würden jetzt sehr viele Skills benutzen, wie die mit Stärke zusammenhängen, also Nahkampf, Faustkampf benutzen und mit Schwertrumhantiererei und wir würden dort insgesamt einen Bonus von, ich glaube, wenn man 10 Punkte in einem Primärskill hat, oder waren es nur 5? Ich meine, oder war es 5 oder 10? Ich bin mir gerade nicht mehr über die Zahl im Moment sicher. Ich meine, doch, könnte 10 sein. Auf jeden Fall kriegen wir bis zu einem Bonus von plus 5. Und wenn wir dann also eine Stufe auf hätten, würden wir eine Münze ausgeben, würden hier ein plus 5 kriegen. Und zum Beispiel Glück, zum Beispiel, was wir auf 65 jetzt haben, da können wir, egal was wir anstellen, es gibt kein, also kein, das gibt kein Skill, der mit das zusammenhängt. Wir können immer nur um einen Punkt Glück steigern. Deswegen ist das, was ich jetzt gemacht habe, direkt auf 65 zu kommen, nicht unbedingt verkehrt gewesen. Durch die anderen Attribute zu steigern, wird ein bisschen schwieriger. Jetzt müssten wir zum Beispiel, um Persönlichkeit zu steigern, müssten wir Illusionszauber nutzen, mit Leuten viel quatschen und vielleicht viel handeln. Und dann würden wir einen plus 5 Bonus damit rauskriegen. Und natürlich, die Munchkin unter uns werden jetzt sagen, okay, also muss ich es hinkriegen, am besten passt, also, ne? Damit wir nicht aus Versehen aufsteigen, denn dann, jetzt kommen wir wieder zum Problematik der Sache. Angenommen, wir hätten jetzt Stärke, Geschick und Ausdauer und würden für den jetzt versuchen, Level steigen mit Major Skills, also mit den Hauptskills steigen zu wollen. Nach 10-mal Level steigen, also mit 10-mal Stufe, also Skill steigen allein schon, würden wir sofort aufsteigen und wir hätten noch nirgendwo einen gescheiten Bonus hier drauf. Und deswegen ist es sehr wichtig, gerade Skills zu haben, als sozusagen als ja, so die kleineren Skills zu haben, weil die kann man steigen lassen, ohne dass man Level steigt. Und dann kann man quasi mit dem in Verbindung auch hier einen plus 5 Bonus für diese drei Münzen auch dann kriegen. Weil sonst kriegt man wohl irgendwie einen plus 5 nur für ein Attribut und der Rest kriegt nur eine 1. Ist jetzt nicht so toll. Funktioniert bestimmt, aber wenn man das nicht hinkriegt, diesen plus 5 Bonus wenigstens für das Hauptattribut, was man haben will, zu kriegen, als Krieger zum Beispiel Stärke, dann wird man auf lange Sicht das Spiel schwieriger haben. Aber da kann man sich Wikis durchlesen, Seiten um Seiten, sage ich nur. Aber es ist sehr interessant. Also das ist noch so ein bisschen mehr in Richtung des Oldschool-Munchkin-Rollenspiels. Sozusagen, ja, ich muss noch so und so viel Skelette beschwören und dann hinterrücks mit Messer abmurksen und dann habe ich auf Geschick und auf womöglich Intelligenz ein plus 5 Bonus oder irgendwie so Geschichten. Da ist man dann sehr, womöglich auch ein bisschen dahinterher. Oder man ignoriert das völlig und man spielt einfach vor sich hin und nimmt den Bonus, wie er kommt. Das funktioniert auch. Nur mit meiner Methode, wie ich es gerade beschrieben habe, hat man dann relativ schnell die ganzen Sachen auf 100. Weil bei jedem Aufstieg hier immer so drei Werte mit plus 5 zu haben, da könnt ihr euch vorstellen, da ist man relativ fix da, dass man hier oben nicht mehr höher kommen kann. Aber dann geht man auch schrecklich ab in dem Spiel. So, ich würde mal sagen, das war es jetzt mal wieder für den Random Friday. Und ich wollte einfach mal hier eine Lanze für dieses Spiel gebrochen haben, weil es immer noch ziemlich, ziemlich cool ist. Und es gibt immer noch Leute, die hierfür Mods machen. Heute immer noch. Obwohl Skyrim draußen ist. Ja, weil es gibt Leute, die Skyrim nicht toll finden. Soll es ja geben, nicht wahr? Und die finden aber dieses Spiel zum Beispiel in der Ecke besser. Oder natürlich, womöglich sehr viele sagen, oh, aber Morrowind war noch viel besser. Es ist bestimmt nicht schlecht, aber das Kampfsystem da gefiel mir nicht wirklich. Es ist zwar noch mehr Richtung des Original-Rollenspiels gedacht und auch ausgeführt worden, aber trotzdem.
irgendwann mal, also ich habe ja auch D&D gespielt, deswegen irgendwann mal habe ich keinen Bock mehr, dass ich einfach mit dem Schwert wild auf Gegnern hin und her schwiggere das Ding und einfach keinen treffen kann. Das ist, nee. Aber es ist Geschmackssache, ist wie immer Geschmackssache. So, wie gesagt, das war's von mir erstmal wieder MK3. Danke fürs Zusehen und bis dann.